Hallo und herzlich willkommen beim Live Your Spirit Channeling. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Silke und heute geht es um die Preview, die Vorschau auf das Jahr 2024 mit Kommandant Ashtar Sheran, Meister Saint-Germain, Erzengel Metatron, Sanat Kumara, Aquarius Aquarian und Cryon. Und Live Your Spirit, also Kerstin und ich, wünschen dir ein frohes neues Jahr, möge es voller Glück und Zufriedenheit, Gesundheit und Frieden sein für dich persönlich und für das Kollektiv. Ja, wenn du magst, kannst du dich jetzt mit mir zusammen verbinden, mit Mutter Erde und dem Kosmos, um diese Energien noch intensiver wahrnehmen, spüren und vielleicht noch intensiver in deinem Lichtkörper integrieren zu können. Stell dir dafür einfach vor, wie aus deinen Fußsohlen Lichtstrahlen oder Wurzeln wachsen tief hinein in Mutter Erde. Und wie du über diese Wurzeln oder Lichtstrahlen die Energie aus Mutter Erde aufnimmst und sie fließen lässt in deine Beine, in dein Becken hinein. Lass die Energie von deinem Becken in deine Wirbelsäule fließen, bis in dein Herz hinein. Atme tief in dein Herz ein und wieder aus. Und spüre in deinem Herzen die tiefe Verbindung zwischen dir und Mutter Erde. Lass die Energie dann weiterfließen von deinem Herz in deinen Hals, von deinem Hals in deinen Kopf und darüber hinaus in den Kosmos. Verbinde dich mit der Sonne, mit der Zentralsonne und spüre, wie die Energien fließen über deine oberen Chakren, in dein Lichtkörper, bis in dein Herz hinein. Atme tief in dein Herz ein und spüre, wie sich in deinem Herzen die kosmischen und irdischen Energien miteinander verbinden, vereinigen und verschmelzen. Und spüre auch, wie sie von dort aus deinen gesamten Lichtkörper erfüllen. Und wenn du magst, kannst du jetzt noch deine Chakren ein bisschen öffnen und weiten und dein Energiefeld ausdehnen. Stell dir dafür einfach vor, wie sich in deinen Chakren Lotusblüten oder andere Blüten befinden, die jetzt langsam ihre Blätter öffnen, behutsam und sanft in deinem eigenen Tempo und Rhythmus kannst du diese Chakra-Blüten öffnen und spüren die Energie des Lichtes und der Liebe, die Energie aus Mutter Erde und aus dem Kosmos einfließt auf deine Chakra-Blüten. Die verschiedenen Schichten deiner Chakren, von Chakra zu Chakra, in deine Aura und ihre Schichten, deinen gesamten Lichtkörper, der sich jetzt immer weiter ausdehnt und kilometerweit um dich schwingt, voller Licht und Liebe und sich so ganz automatisch verbindet mit anderen Lichtfeldern auf diesem Planeten und darüber hinaus. Spüre, wie durch diese Verbindung sich deine Lichtenergie potenziert. Und wenn du magst, atme noch einmal tief ein
in die dich umgebenden Lichtfelder. Atme Licht in deinen Lichtkörper ein und wieder aus. Und vielleicht spürst du auch schon die Präsenz von Kommandant Ashtar-Sheran, der jetzt zu dir sprechen möchte. Dies ist ein Teilaspekt von Ashtar-Sheran, der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich begrüßt in diesem kraftvollen und gleichzeitig hochfrequent feinetherischen Channeling. So geht es darum, dich einzustimmen auf das Jahr 2024 in deinem Geist, in deinem Körper, in deinem Energiekörper, in deinem gesamten Sein. Kannst du dich jetzt ausrichten, diese Energien und Gedanken und Botschaften, die jetzt zu dir kommen möchten, in deinem Feld zu integrieren, so wie es für dich angenehm ist, und dich einzustimmen auf die große Energetik des Jahres 2024. Möglicherweise spürst du schon seit 2 Monaten, wie die Jahresfrequenz von 2024 ist und sich gestalten wird. So ist es ein Aspekt, jetzt in diesem Jahr besonders stark den Fokus auf die Kraft deines gesamten Potenzials zur Entfaltung zu bringen und diesen Fokus nun neu zu legen, in dem Sinne, dass du dich ausrichtest, dein Bewusstsein zu öffnen für alle Möglichkeiten und Chancen, die in deinem Sein sich vor dir zeigen in den nächsten 14 Tagen. So ist es ein Aspekt, der jetzt ganz unberührt und reichhaltig, klar und bewusst vor dir liegt, den du nur entfalten kannst, so wie es für dich angenehm ist. Kannst du spüren, wie die Energien fließen und dich darin unterstützen, diese feinen ätherischen Frequenzen wahrzunehmen, die mit der Kraft und unendlichen Weisheit, mit der Verbindung der Zentralsonne, der Quelle jetzt zu dir fließen mögen, um dich zu synchronisieren in deinem eigenen Prozess und im kollektiven Prozess vom Planet Erde, diesem Sonnensystem und anderen Sonnensystemen. So ist es ein Aspekt, dass du im Jahr 2024 die Multidimensionalität deines Seins, die Mehrfach- und Mehrfältigkeit deines Seins neu entdecken wirst, vielleicht über dein Bewusstsein, vielleicht über dein Unterbewusstsein, vielleicht über dein Unbewusstes und deine Träume, die jetzt noch intensiver sein können in den nächsten 14 Tagen. So kannst du spüren, wie die Energien fließen und dich darin unterstützen, deine Kanäle zu öffnen für das Jahr 2024 und im Allgemeinen in deiner medialen Entwicklung die Energetiken noch intensiver zu spüren und deine feinätherischen Gefühle, deine feinätherisches Gespür, deinen feinätherischen Körper jetzt zu entwickeln im Jahr 2024. So ist es die Frequenz der Sonne, die im Jahr 2024 Kraft und Intensität bringt. Balance und Gleichgewicht können in deinem Feld sich ausgleichen zu diesem besonderen Jahr, welches im Zyklus des Transformationsplanets von des Transformationsprozesses von Planet Erde auf einer besonderen Ebene aufbrechend und kraftvoll erneuernd wirkt. In dieser Frequenz wird die Wassermann-Energetik sich weiter zeigen und du kannst dich darauf ausrichten, dass du in Synchronisation mit diesen schnellen und hochfrequenten Energien jetzt eine neue Stufe erreichen wirst, insbesondere bis zum August 2024. Kannst du dich ausrichten darauf, jetzt in dieser Energetik einzutauchen, in diesem Channeling oder in den nächsten 12 Tagen ganz besonders intensiv? Bin ich an deiner Seite, um dich zu begleiten? Werde ich auftreten in vielen verschiedenen Facetten auf Planet Erde, mehr noch als jemals zuvor im Entwicklungsprozess dieses Planeten und bis zum Jahr 2036 eine neue Schwingung auf Planet Erde installieren, zusammen mit anderen intergalaktischen und galaktischen Meistern aus den verschiedenen Integrationslinien und Zeitlinien, die dir jetzt vielleicht noch intensiver bewusst werden und es dir erleichtern, im galaktischen Transformationsprozess die Tore leichter zu erreichen und dich mit der Galaxis und Intergalaxis anders zu synchronisieren, so wie es für dich angenehm ist. So wird Meister Saint-Germain jetzt zu dir sprechen, um weitere Botschaften zu dir zu kanalisieren. Dies ist ein Teilaspekt von Saint-Germain, der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich begrüßt in diesem hochfrequenten Channeling zum Jahr 2024.
kann es ein fulminanter Start sein, der dich jetzt erwartet und ist dir erleichtert, in deinem Bewusstwerdungs- und Transformationsprozess deine Seele neu in deinem Körper willkommen zu heißen, in dem Sinne, wie vielfältig und mannigfaltig sie in sich in Aspekten in dir zeigt und wie intensiv du spürst, dass du mit anderen Seelen verbunden bist über deinen Geist, über deinen Körper, über dein drittes Auge, über deine Wahrnehmungen. Möglicherweise ist die telepathische Verbindung und dein Gespür die große Energetik, die für das Jahr 2024 für dich wichtig wird oder ist bereits und sich jetzt neu entwickelt, deine mediale Entwicklung sich aufbäumt und in eine neue Frequenz gelangt. Dies meint vor allem, dass du die Verbindung über dein Herz und deinen gesamten Energiekörper zu anderen Wesen und dem Herzschlag von Mutter Erde noch intensiver spüren wirst. In einer Frequenz, die feiner, aber auch gleichzeitig kraftvoller und höher ist, sofern du dich dafür öffnen magst, steht Bendig an deiner Seite, um dich in der transformativen Arbeit deines Bewusstwerdungsprozesses zu unterstützen, in einer neuen Frequenz, weicher und gleichzeitig kraftvoller. So ist es ein Aspekt, das im Kollektiv jetzt noch mehr ersichtlich wird, insbesondere in den nächsten 6 Monaten, wie die Transformation vom Planet Erde in Synchronisation mit den Geschöpfen und Wesen auf eine neue Stufe gehoben wird und es leichter wird, in diesem Prozess Klarheit und Bewusstheit zu erlangen. So bin ich ebenfalls an deiner Seite, um deine magischen, alchemistischen und Bewusstwerdungstechniken noch einmal auf einer anderen Ebene zu begleiten, die Verbindung all dieser Aspekte in deinem Sein noch einmal neu zu betrachten, insbesondere in den nächsten 2 Tagen ganz intensiv. Kannst du mich spüren über die Lila- und Amethyst-Frequenzen, die Transformation und Aufstiegsenergien in sich tragen, in der 14-dimensionalen Herzfrequenz, und es dir erleichtern, deinem Herzen zu folgen, alte Aspekte aus deinem Sein zu verabschieden und im Jahr 2024 so zu starten, dass es leicht und losgelöst, kraftvoll und identisch mit dir und deiner Seele ist. Dies meint vor allem, dass es im Jahr 2024 um die Identitäten der Menschen und Geschöpfe geht, um die Identität des Herzbewusstseins und die Verbindung all dieser kraftvollen Energetiken und Zeitlinien, die sich immer mehr in deinem Sein spürbar machen. Das Gespür könnte für dich jetzt wichtig sein, neu zu entdecken, wenn du dich da jetzt darauf ausrichtest, dass das Gespür deines Körpers und deiner Seele sich intensiviert und kraftvoller wird und wirkt, in dem Sinne, sich mit anderen Wesen zu synchronisieren und zu verbinden, aus deinem Herzen zu sprechen, zu fühlen und zu denken, so wie es für dich angenehm ist und im Kollektiv eine neue Schwingung erzeugt. So ist es der Auftrag der Lichtarbeiter und Medien, der Heiler und Therapeuten in diesem Jahr ganz besonders in Erscheinung zu treten und die verschiedenen medizinischen Gefilde neu auszurichten, die verschiedenen Techniken und Möglichkeiten, die du in deinem Heiler, Lichtarbeiter, Medium oder Therapeuten sein jetzt auf eine neue Ebene hebst. Sofern es dein Wunsch ist, kann ich dich in diesem Prozess intensiv unterstützen. So wird Erzengel Metatron jetzt zu dir sprechen, weitere Botschaften in Bezug auf die kollektiven Strukturen zu dir zu geleiten. Dies ist ein Teilaspekt von Metatron, der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich begrüßt in diesem intensiven und kraftvollen Channeling, dich begleitet für das Jahr 2024 in eine neue Frequenz, eine neue Dimension deines Seins, die ungeachtet dessen, auf welchem Punkt du dich gerade befindest, in welcher Zeitlinie, in welchem Bewusstsein jetzt eine neue Dimensionswechselmöglichkeit für dich bietet, in eine neue Dimension zu schauen oder mit deinem gesamten Energiefeld zu wechseln. Dies meint, dass deine Frequenzen sich verändern und die Engelsenergetiken in deinem Sein noch leichter adaptierbar sind. Das heißt, vielleicht möchtest du über die Erzengel, die aufgestiegenen Meister, die Lichtwesen, die Einhörner, die Drachen und die Elben und Elfen, die Devas und alle Lichtwesen, die jetzt für dein Sein wichtig sind, eine neue Verbindung herstellen, insbesondere zu diesem besonderen Jahr 2024 mit der Schwingung der Zahl 8 in der höchsten Frequenz dich auszurichten, dass die gesamte Kraft und dein gesamtes Potenzial sich jetzt in dir entfalten können. So ist dies auch die große Energetik, die für den Aufbruch der Strukturen im Kollektiv auf Planet Erde besonders wichtig ist und adaptiert werden kann,
Wenn du dich darauf ausrichtest, dich damit zu synchronisieren, wirst du diesbezüglich Botschaften erhalten, die überirdisch und überdimensional sind. Ist es ein Aspekt, dass aus den Tugenden und Mächten jetzt neue Frequenzen fließen und die Seraphim und Elohim sich jetzt anders ausrichten werden, um Planet Erde zu begleiten in seinem Prozess? Dies meint in einer leichteren Erreichbarkeit, in der Notwendigkeit, die Verbindung zwischen Himmel und Erde neu zu synchronisieren, um im Aufstiegs- und Transformationsprozess neue Energetiken und Bewusstheit zu erzeugen. So ist es ein Aspekt, dass du dich in dieses Feld der Engelsfrequenzen und der höheren Bewusstheit einklinken kannst, jetzt, in diesem Moment oder in den nächsten 14 Tagen. Ganz besonders intensiv stehe ich an deiner Seite, um dich zu begleiten im Jahr 2024, um dich auszurichten, dass die Engelsenergetiken jetzt noch mehr gebraucht und geliebt werden als jemals zuvor im Prozess der Transformation und Bewusstwerdung, in der Ausrichtung, dass die göttliche Essenz aus der Zentralsonne, aus der Quelle, jetzt zu dir fließen kann, sofern es dein Wunsch ist, wird im Kollektiv ein großes Erwachen stattfinden im August 2024. In dieser Frequenz sich ausrichten, dass das Erwachen eine neue Energetik und Bewusstheit erzeugt, die überdimensional, multidimensional, mehrfach und mehrfältig ist. Mehrfältig in dem Sinne, dass sie in ihren verschiedenen Falten und Dimensionen, in ihren verschiedenen Schichten unterschiedlich erfahren werden kann. So kannst du dich mit dem Wort mehrfältig jetzt beschäftigen, sofern es dein Wunsch ist, und hineinspüren, was all diese Aspekte des Wortes in dir auslösen, sofern es dein Wunsch ist. Spüre, wie die Energien, die fließen, dich in dieser Mehrfältigkeit unterstützen und es dir erleichtern, die Dimensionen, Tore, Zeitlinien und Zeitstrukturen anders zu wahrzunehmen und zu durchschreiten, so wie es für dich angenehm ist. So wird Sanat Kumara jetzt zu dir sprechen, um weitere Botschaften zu dir zu kanalisieren. Dies ist ein Teilaspekt von Sanat Kumara, der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich begrüßt in diesem Channeling, welches intensiv und hochfrequent deinen Lichtkörper öffnet, reinigt und klärt und in der Synchronisation mit dem Aufstiegsprozess vom Planet Erde jetzt eine neue Energetik erzeugt. Kannst du fühlen und spüren, wie dieser Prozess sich jetzt im Jahr 2024 intensiv wandelt und du über die verschiedenen Zeitlinien und Strukturen, über die galaktischen Tore jetzt neue Informationen erhältst, insbesondere ab dem 1.1. bis zum 6.1.2024 in einer Frequenz, die hoch und übergeordnet multidimensional ist. Vielleicht fühlst du dich nicht geerdet, so kann es in diesem Zeitraum sein, dass du dich noch einmal mehr erden möchtest und verbindest mit Planet Erde über deine Fußchakren, deine Fußsohlen, deine Kniechakren und die unteren Chakren, die jetzt gereinigt und geklärt werden, sofern du dich darauf ausrichtest, diese Energetiken zu spüren und deinen Lichtkörper zu reinigen und zu klären. So werde ich im Prozess der Transformation und im Jahr 2024 insbesondere bei den Regierungsführenden dieses Planeten in Erscheinung treten, in unterschiedlichen Impulsen und Inspirationen, um zu lenken und zu leiten, in dem Sinne, wie sich der Struktur des Planeten Erde verändert und die Bewusstwerdung voranschreitet, insbesondere in Bezug auf das Erwachen. So werden aus den göttlichen Gefilden viele intergalaktische Meister gesendet, die in diesem Prozess unterstützen können, aus den verschiedenen Sternvölkern und aus den hohen Räten, aus den verschiedenen Schichten der Lichtenergetiken und der Quelle in ihrer höchsten Frequenz. Aus dem Herzen Gottes fließt jetzt die Energetik aus der 7 Kumara-Frequenz zu dir, um dich in diesem Prozess intensiv zu unterstützen und zu begleiten, sofern es dein Wunsch ist. In dieser Energetik kannst du dich verbinden mit Shambhala und verschiedenen Energiefeldern, die für dieses Transformationsfeld für dich wichtig sind. So kannst du spüren in dir selbst und vielleicht in den nächsten 12 Tagen in einer Meditation, wie du ankommst in deinem Sein, in deinem Inneren, in deinem Herzen, in deinem Herzraum, in deiner 5. Herzkammer, dem göttlichen Atom, welches jetzt aktivierend über dieses Medium gelenkt wird, eine Frequenz aus der Zentralsonne mit kristallin-silberfarbener Energetik verbunden mit Gold.
So ist es jetzt wichtig, wenn du magst, dich darauf zu konzentrieren, dass diese Aktivierung intensiv ist und du dadurch auf eine neue Frequenz in deinem Herzchakra, in deinem Herzbewusstsein gelangst, sofern es dein Wunsch ist, kannst du spüren, wie diese Aktivierung tiefgehend und hochfrequent, vielfältig und mehrschichtig ist, nachhaltig für die nächsten 2 Jahre. Sofern es dein Wunsch ist, konzentriere dich auf diese Energetik jetzt in deinem Herzen und spüre deine 5. Herzkammer ganz intensiv. Sie ist dein Leitstern möglicherweise für die nächsten 2 Jahre, um dich darauf auszurichten, wie dein Herz sich mit den Herzen der anderen synchronisiert und transformiert im großen Wandel. So wird Aquarius Aquarian jetzt zu dir sprechen, weitere Botschaften zu dir zu kanalisieren. Dies ist ein Teilaspekt von Aquarius Aquarian, der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich begrüßt in diesem intensiven Channeling, welches kraftvoll jetzt dein Sein verändern kann. Kannst du spüren, wie die Energien fein ätherisch fließen und deinen gesamten Lichtkörper mitnehmen in die Zukunft, in das, was in den nächsten 20 bis 50 Jahren in deinem Sein eine neue Frequenz erzeugt und wie du sie in dieser Frequenz schwingend dich aufmachst, in das Bewusstsein des All-Eins-Seins und der Verbundenheit über viele verschiedene Frequenzen, über viele verschiedene Dimensionen und Schwingungen. Spüre, wie die Wassermann-Energie in deinem Energiekörper, in deinem Zentrum deines Herzens jetzt sich installieren kann und du connected wirst mit dieser Frequenz auf einer höheren Ebene, in einem höheren Bewusstsein. Kannst du spüren, wie alles schlagartig und blitzmomentartig sich öffnet und du in dieser Energetik jetzt verbunden wirst mit der Wassermann-Energie, mit dem Wassermann-Zeitalter in einer neuen Frequenz, in einer neuen Bewusstheit, die alles in sich vereint, die alles in sich sammelt und stabilisiert. So ist es ein Aspekt, dass die Lichtarbeiter im Jahr 2024 neue Aufgaben bekommen, die überdimensional übergeordnet ist und das Channel sich neu entwickeln wird in eine höher frequente Form, die verbunden ist mit der Galaxis, aber gleichzeitig auch mit den verschiedenen Schichten in Planet Erde und um Planet Erde herum auf einer neuen Stufe des Bewusstseins. In der Verbindung, dass alles miteinander verbunden ist, kann dein Bewusstsein sich jetzt mit dieser Energetik synchronisieren auf der höchsten Ebene. So kannst du jetzt spüren, wie alles sich miteinander verbindet und die bereits transferierten Energien in deinem Energiekörper sich verschmelzen, sodass es für dich angenehm und dienlich ist. So wird Cryan jetzt zu dir sprechen, um weitere Botschaften zu dir zu kanalisieren. Dies ist Cryan, der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich begrüßt in diesem Channeling. Kannst du dich ausrichten darauf, dass die Veränderungen des Planeten Erde in seinem Magnetfeld und der Sonnenfrequenz eine neue Energetik annimmt und im Jahr 2024, insbesondere ab dem August 2024, sich öffnend, herausbeamend in den Prozess der Transformation eingliedert. Dies meint vor allem, dass du in deinem Körper dich anders empfinden wirst in diesem Wandel des Planeten als ein Mitglied des Gesamten, als ein Mitglied der Gemeinschaft. Wenn du dich bis jetzt ausgeschlossen gefühlt hast, wird sich im Jahr 2024 ein neues Tor für dich öffnen, welches hochfrequent dein Sein intensiv transformieren wird und es dir erleichtert, dass du Bewusstheit erlangst über das, was diesen Planeten beschäftigt, auf den verschiedenen Schichten in deinem Heilungsfrequenzbereich und in der Energetik, dass die Sonne einen neuen Platz einnehmen wird im Zentrum dieses Sonnensystems, insbesondere bis zum Jahr 2036 und vom Jahr 2036 bis zum Jahr 2048. Spüre, wie diese Synchronisation jetzt in deinem Lichtkörper vonstatten gehen kann, in einer hohen Energetik der Transformation und Bewusstwerdung, wie dein Körper sich öffnet für diese neuen Zeitlinien und Zeitstrukturen, deine multidimensionale Frequenz sich ausweitet und du vielleicht jetzt zum ersten Mal in deinem Sein erkennst, wie mächtig und kraftvoll du bist in Verbindung mit der Zentralsonne, mit Helios, mit den verschiedenen Schichten, die diesbezüglich um Planet Erde gelagert sind und auch in den Konstellationen zwischen den Planeten eine neue Ausrichtung stattfindet,
die jetzt für dich wichtig ist und dich in dem Prozess neu zu kreieren. Dies meint auch, dass du dich vielleicht wie neu geboren fühlen wirst in den nächsten 14 Tagen und diese Geburt ganz stark auf das Jahr 2026 hinweist, in dem Sinne, wie deine Energetik sich entwickelt und dein Bewusstsein. Kannst du abschließend spüren, wie die Energien fließen und dich mit allen Feldern und Energiefeldern verbinden, die jetzt für dein Sein angenehm sind und es dir erleichtern, in diesem Prozess voranzuschreiten für das Jahr 2024 in der höchsten Schwingung der Kraft der Zentralsonne, in der höchsten Schwingung der Sonne, in der höchsten Schwingung des All-Eins-Bewusstseins. Ja, das waren die kraftvollen und intensiven Energien und Botschaften der aufgestiegenen Meister und Lichtwesen für dieses Channeling. Und ich wünsche mir für dich, dass es dir dienlich sein mag. Ich danke dir ganz herzlich, dass du mit dabei warst heute. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen hier auf dem Kanal von Live Your Spirit. Abonniere gerne unseren Kanal und klick das Glöckchen, wenn du informiert werden möchtest, dass wir ein neues Video hochgeladen haben. Schau dir gerne auch unsere Vita an. Als Spiritual und Mental Healer, Channel Medium und Coach findest du auf unserer Internetseite. Wir haben auch einen großen Shop mit verschiedenen Produkten für deinen Transformations- und Bewusstwerdungsprozess. Und lass dich gerne auch auf Instagram begleiten. Da gibt's immer ein paar spirituelle Impulse für deinen Bewusstwerdungsprozess. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ein wunderbares 2024 und bis zum nächsten Mal. Tschüss!